Josias, 11 Jahre, behauptet, ich erkenne alle Hauptstädte der Welt nur anhand eines Satellitenbildes und bin darin besser als die ehemaligen Astronauten Professor Ulrich Walter und Franz Fieberg. Josias, Ulrich und Franz bekommen abwechselnd Satellitenbilder einer Hauptstadt gezeigt und müssen dazu den richtigen Namen und das Land nennen. Gespielt wird über 5 Runden. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Hier ist das erste Satellitenbild für dich, Josias. Da können Sie sich auch Ihr eigenes Bild machen zu Hause. Das ist Tokio aus Japan. Und das da drunter, das ist die Bucht von Tokio. Hm. Tokio in Japan. Und es ist? Tokio. Im Großraum Tokio leben über 37 Millionen Menschen. Das ist weltweit Spitze. Genau wie die Dichte an Michelin-Sternen. Sie ist nirgendwo höher als in Japans Hauptstadt. Und der Mount Fuji, den wir da gerade am Ende gesehen haben. Der erste Punkt für Josias. Und wir kommen zur ersten Aufgabe für Ulrich Walter und Franz Fieberg. Das bin ich. Könnt ihr ruhig ein bisschen spannender machen. Das ist Dänemark, Kopenhagen. Ah, das ist der lange Kanal, der sich da drin. Man erkennt es an dem Grenzwall, das ist typisch. Mhm. Kopenhagen. Die dänische Hauptstadt gilt als Fahrradhochburg. Es gibt Berechnungen, dass alle Kopenhagener zusammen 35 Mal pro Tag um die Welt radeln. Das Wahrzeichen der Stadt ist die kleine Meerjungfrau. Das ist auch eine Stadt, Josias, wo sich ein Besuch absolut lohnt. Ja. 1:1. Zweite Aufgabe für Josias. Das ist Kairo, Ägypten, und der Fluss ist der Nil. Mhm. Ganz schön viel Grün da, ne? Ja, das ist das Nil-Delta. Das fängt da an. Aha. Kairo. Die Hauptstadt Ägyptens ist die größte Stadt der arabischen Welt. Vor allem die Pyramiden von Gizeh sind spektakulär und gehören zu den 7 Weltwundern. Zweite richtige Antwort, zweiter Punkt für Josias und die zweite Aufgabe für euch. Ja, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Brasilien, Brasilia. Man sieht auch sehr schön ein bisschen die rötliche Erde, auch typisch für Brasilien. Brasilia sagt ihr in Brasilien. Brasilia. Geplant wurde die Großstadt auf dem Reißbrett von Star-Architekt Oskar Niemeyer. Seit 1987 gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das ungewöhnlichste Gebäude ist die Kathedrale von Brasilia. Sehr schön. Sehr gut. Auch ihr zeigt Kopf euch Kopf hier. Rennen, hä? Kopf an Kopf. Ja, ja, bisher ist es ein Kopf an Kopf. 2:2. Aber wir haben noch ein bisschen was. Dritte Aufgabe für Josias. Das ist Washington D.C., USA, und der Fluss ist der Potomac River. Hm. Washington D.C., sagst du? Washington D.C. ist Regierungssitz und Hauptstadt der USA. Benannt ist sie nach dem ersten US-Präsidenten George Washington. Fun Fact: Fast ein Viertel der Einwohner Washingtons spricht eine andere Sprache als Englisch. Hm. Viele Menschen aus vielen Ländern, die in Washington leben. Richtige Antwort. Dritter Punkt für Josias. Nächste Aufgabe für euch. Das ist Athen in Griechenland. Ah ja, stimmt. Ja. Das ist ja die Akropolis. Die Akropolis sieht man da. Ja, ja, ja. Ja, aber ganz kleine Punkte. Ja. 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 Athen. Athen.
Die griechische Hauptstadt hat rund 348 Sonnentage jährlich. Athen ist die Stadt des Theaters. Sie beherbergt knapp 140 Theaterbühnen. Das sind mehr als im West End und am Broadway zusammen. Super. Es bleibt spannend. 3:3. Bisher fehlerfrei. Und vierte Aufgabe kommt hier. Das ist Windhoek, Namibia. Dann Windhoek. Der Name bedeutet windige Ecke. Wahrzeichen der Stadt ist die Christuskirche. Was nur die wenigsten wissen, als ehemalige deutsche Kolonie hat Namibia eine eigene Wiesentradition. Auch hier wird das Oktoberfest gefeiert. Vierter Punkt für dich. Vierte Aufgabe für Ulrich und Franz. Das ist Madrid in Spanien. Madrid? Stimmt das? Madrid. Madrid ist eine der höchstgelegenen Hauptstädte Europas. Der Palacio Real ist die offizielle königliche Residenz. Aber seit 1967 hat kein spanischer König mehr in dem Prachtbau gewohnt. Auch das stimmt. Nach wie vor unentschieden. Messias, deine fünfte Aufgabe. Das ist Prag, Tschechien. Und der Fluss, das ist die Moldau. Prag. Auf Tschechisch Praha. Übersetzt bedeutet das so viel wie Schwelle. Die Prager Burg steht übrigens im Guinness-Buch der Rekorde. Sie gilt als eine der größten Burganlagen der Welt. Super. Fehlerfrei. Und ihr habt es jetzt in der Hand. Geht es ins Stechen mit dem Satellitenbilder-Duell. Hier ist die fünfte und letzte Aufgabe für Ulrich Walter und Franz Fieberg. Das ist Nikosia auf Zypern. Nikosia auf Zypern. Nikosia. Nikosia ist eine der südlichsten Hauptstädte der Europäischen Union. Besonders ist hier nicht nur der Halloumi-Käse, sondern auch der Straßenverkehr. Auf Zypern wird links gefahren. Jawohl, und damit steht es bei den Gegnern hier unentschieden. Jeweils fehlerfrei, und das heißt, wir gehen ins Stechen. Regeln sind klar, ein Satellitenbild für beide, also für alle drei, natürlich euch als Team und für dich. Wer glaubt es, er kann sagen, ganz schnell den Arm hoch. Und hier ist das alles entscheidende Satellitenbild. Dann sag's. Das ist Wien, Österreich und der Fluss, das ist die Donau. Okay. Das hat er super gemacht. Ja, da hat er super, super schnell die Hand oben. Ja? Und es ist. Das nicht bei Wien. Ja. Es ist. Super. Wien. Wien gilt laut einer Studie als die lebenswerteste Stadt der Welt. Österreichs Hauptstadt ist nicht nur wunderschön, hier gibt es sogar den blauen Wiener. Eine Kaninchenrasse mit blaugrauem Fell. Super. Wir freuen uns für Josias. Unsere Zuschauer im ORF freuen sich, dass ausgerechnet Wien den Ausschlag gegeben hat. Und damit haben wir einen Sieger im Satellitenbilder-Duell. Und das ist Josias. Yes, herzlichen Glückwunsch. Echt gut. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt's die hier in der Mediathek und hier gibt's das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.